Moonlight Baton 3 oder Baton 3 oder Bardon 3, ich habe keine Ahnung, mit diesem Ladecase, das habe ich mir auf Amazon geholt und das ist jetzt so mein erster Eindruck und wenn dir der interessiert oder auch nicht oder sowieso und überhaupt, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist, Baton 3. Also eine möchte ich gleich vorweg schicken. Dieses Teil, so in der Kombination, habe ich mir auf Amazon.de gekauft. Das ist hier kein Produktreview, weil auch das immer wieder mal im Netz so passiert. Da kommt Oleid zu dir und will ich bezahlen oder so weiter. Überhaupt nicht. Das Teil habe ich selbst gekauft, aus eigener Motivation und erzähle dir, was ich gut und was ich weniger gut finde. Ich habe es mir in Rot gegönnt. Warum? Weil ich es dann besser sehe. Ich habe alles in Schwarz. Ich habe ja unterschiedlichste Taschenlampen schon vorgestellt, oben bei Mikkel, und die sind meistens schwarz und ich finde das total langweilig. Man muss manchmal was Neues wagen. Dieses Teil ist relativ klein und diese künstliche Intelligenz, die weiß alles. Ich habe mir das immer und immer wieder angeschaut und jetzt haben sie mich erwischt. Aber warum ich es mir gleich mit diesem Ladegerät hier gekauft habe, das zeige ich dir dann nachher. Ganz kurz zu dieser Baton 3. Wenn man da lang drauf drückt, dann kommt ein Moonlight 0,5 oder was auch immer. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, dort habe ich das auch gekauft und schaue das dort an. So wirklich ganz, ganz wenig Licht. Ja, ganz, ganz wenig Licht für wirklich den Nahbereich. Als Beispiel, billige Eigenwerbung, Waldurlaub.at. Wenn wir da draußen schlafen und Bushcraft und Survival Trainings machen und du bist im Schlafsack eingehüllt, dann wirst du nicht einschalten bei der Lampe so 1000 Lumen, reicht dieses 0,5 oder wie viel auch immer es ist. Okay, ich gebe es zu, ich habe mir das angeschaut, das ist 0,5 Lumen, 20 Tage lang Licht übrigens. Ja. Und ich zeige es ja dann nachher auch noch im Dunkeln, also das passt alles gut. Und dann noch einmal kurzes Klicken macht mehr. Und das müssten jetzt diese 1200 irgendwas Lumen sein. Ich merke mir das alles nicht. Schau es dir an, wenn es dich wirklich interessiert. Also, du hast hier einen sehr weiten Bereich. Es gibt auch einen Strobe-Bereich. Den zeige ich jetzt nicht her, weil ich da auch immer wieder böse Kommentare kriege, weil das epileptische Anfälle auslösen kann. Es gibt einen Strobe-Modus und wenn du das cool findest, dann mach das einfach. Es geht mir nicht darum. Die ist klein, relativ leicht. Es ist auch ein schöner Akku mit dabei. Ja, den man auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es heißt immer wieder, dass man den nicht wechseln kann, dass die speziell für OLED sind, aber das weiß ich nicht. Vielleicht kann man da jemand einen Kommentar schreiben dazu. Wurscht. So. Okay, also die Lampe macht alles und mit diesem Clip, den kann ich mir, wie kann man das auch, also ich kann es mir nicht auf meine Stirn bicken, das meine ich nicht, aber stell dir vor, ich hätte eine Kappe auf, ja, dann könnte ich mir das auf den Kappenschirm draufschieben. Kappenschirm draufschieben, das ist irgendwie eigenartig, aber ist egal. Ja, also von beiden Seiten hier alles super. So, wurscht. Und das geht's nicht, es geht um ganz, ganz was anderes. Warum ich teilweise OLED-Lampen nicht so leiden kann, also jetzt, ich habe mit denen kein Problem, so wie andere YouTuber, was okay ist für mich, nur wurscht. Auf jeden Fall, was ich immer wieder bemängle, ist, dass es einen proprietären, einen eigenen Ladeclip hier gibt und wenn ich den verliere oder der kaputt ist, dann kann ich das, die Lampe nehmen und sie ganz weit wegwerfen oder, weiß ich nicht, hinstellen zur Zierde. Also das ist das Problem, dass es eben, wenn das Kabel kaputt ist, wenn es verloren geht oder sonst was, ein Problem ist. So. Und jetzt gibt es eben dieses Ladecase mit dazu. Übrigens, während die hier wasserdicht ist, IPX86 28,47803. Ich merke mal Zahlen nicht, ja. Und ich finde das auch bei, ich finde das irgendwie total langweilig, wenn der ein YouTuber oder eine YouTuberin so rausknallt und ja, und die technischen Spezifikationen und 2,14 mm. Schau's dir an, ich merke mir das ja nicht. Ist einfach klein. Und das ist aber wasserdicht und das glaube ich Ihnen auch. Denn ich habe ja schon einige OLED-Lampen, zum Beispiel diese Warrior X irgendwas. Und die ist wasserdicht, das habe ich ausprobiert. Also glaube ich, dass das hier auch der Fall ist. Wasserdicht, übrigens, dieses Case ist nicht wasserdicht, aber 3,5 Mal kann ich, wenn ich es komplett aufgeladen habe, die Lampe wieder aufladen. Das bedeutet, ich stelle mir das jetzt so vor. Ich habe dann aber auch ein paar Fragen an Experten, an dich vielleicht. Aber warte kurz. Ich mache die Lampe leer. Mit den 1200 oder 1300 oder 1400 Lumen, was das hat. Und ich kann da, weiß ich nicht, 20 Minuten das machen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber eine Tabelle. Schau es dir an. Und dann ist aus. Und dann hätte ich gern wieder volle Spannung.
dann muss ich, und ich habe dieses Ladeding nicht dabei, kann ich das in diese Hülle reingeben? Okay, das ist noch immer nicht der Punkt, aber diese Hülle, dieses Ladeding, kann ich mit einem USB-C aufladen. Das bedeutet, ich habe hier auf Waldurlaub.at, ich weiß, dass ich immer billig Eigenwerbung mache, macht ja nichts, aber auf Waldurlaub.at, hier siehst du die wunderbare Milchstadthütte. Und dort gibt es keinen Strom. Also da gibt es kein Stromkabel, das da reinkommt irgendwo in diese wunderbare Milchstadthütte. Da musst du alles selbst organisieren, strommäßig. Und was haben wir dort? Oh, Solar. Und da haben wir so ein Powerbank gehabt, jetzt, die habe ich jetzt wieder mitgenommen, die habe ich einmal herleihen müssen, weil Kunden, die da waren, Klienten, die ich auch übrigens kenne, beste Grüße an den W, also ich sage es an den Willi, ja, an den Willi, aber ja, wurscht auf jeden Fall. Und dessen Frau, die Doris, die muss ich föhnen, jeden Tag. Ja, das ist halt so. Macht ihr nichts. Jetzt bitte keine blöden Kommentare, möchte ich gleich hinzufügen. Und deswegen habe ich Ihnen meine Powerbank zur Verfügung gestellt, nämlich meine große, fette. Ich glaube, entweder war es die Nightcore 400 irgendwas oder wurscht. Auf jeden Fall super. Und wenn du dir sowas hinstellst, und das haben viele Kunden hier mit, ihre Solaranlagen, damit sie die auch testen können und mal ausprobieren können, wie es ist ohne Strom, so Blackout-Vorbereitung sozusagen, dann kann ich das hier entweder direkt an mein Solarpanel anhängen, über USB, oder eben über eine Powerbank wieder hier aufladen. Also ich weiß, dass das dann natürlich wirkungsgradmäßig total kacke ist. Ich lade vorher eine Powerbank auf, damit ich dann nachher eine Powerbank aufladiere, einen Akku auflädt. Das ist mir schon alles klar, so halbwegs halt, ja. Aber es geht. Und das ist sozusagen für mich so das Thema. Ich mag die OLED-Lampen nämlich deswegen nur bedingt, eben wegen dem hier. Aber ich bin halt eine Diva. So, und jetzt habe ich eben mir dieses Ding gecheckt. Es wird dadurch nicht deutlich schwerer, also ich muss auch sagen, dass das relativ leicht ist. Also ich bin positiv überrascht. Also wenn du beides so in der Hand hast, so Gefühl, ist das hier ein bisschen schwerer als die Lampe. Aber wirklich nur ein Hauchel. Und damit kann ich aber 3,5 Mal aufladen oder 3 Mal, 3,5, ja, Mal, super. Also das hat schon irgendwas. OLED meint, dass man das für Krisenvorbereitung und was sie halt alles so als Use Cases ansehen. Und ich bin der Meinung, das ist gar nicht einmal so blöd. Nicht, dass ich das jetzt empfehle und sage, das ist die beste Krisenvorbereitung. Nein. Aber es ist eine Möglichkeit. Und es gibt mir länger die Möglichkeit, diese Lampe hier einsatzfähig zu halten. Dass sich der Akku natürlich entlädt. Und auch da schreiben wir immer wieder Techniker, also nicht so Pseudotechniker wie ich, weil ich habe diese höhere technische Lehranstalt nur gemacht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich habe alles vergessen. Außer das Ohmsche-Gesetz, Jahresunterschied. Sonst habe ich alles vergessen. Und die Knoten- und Maschenregel. Boah, jetzt kommt es wieder. Helmholtz-Kirchhoff. Oh Gott, ich würde schon. Da würde ich träumen heute davon. Aber ich weiß es nicht mehr. Wurscht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung mehr. Aber da gibt es dann Leute, die mir erklären und mir dann auch irgendwelche Formeln schreiben. Bitte nicht tun. Ja, ich lese es nicht. Und verstehe es auch nicht. Dass diese neuen, modernen Akkus 40 Jahre halten oder was auch immer. Und da gibt es einen internen super... Wurscht. Das glaube ich auch alles. Krisenvorbereitung bedeutet aber auch wirklich eine absolute Fire-and-Forget-Lösung, würde bedeuten, ich lege das hin und nach 30 Jahren oder nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren oder nach 7 Jahren oder nach 3,28,4 Jahren kann ich das noch immer aufmachen und ich habe wirklich noch immer gute Spannung mit dabei. So, daher bedingt. Aber jetzt habe ich die Frage an dich, ich habe das angekündigt. Du, der oder die du dich auskennst mit Elektrotechnik, Elektronik. Wenn ich jetzt hergehe und das in diesem wunderbaren Case, das ausschaut wie ein Parfum oder ein Aquastift oder so irgendwas oder diese neumodernen Zigaretten, wie Darth Vader hört sich das an, das schaut auch alles so aus, ja, ja wirklich. Ah, ich schweife ab, es tut mir leid. Und ich sage jetzt, ich möchte meine Lampe lampifizieren und yeah, ein bisschen herumleuchten und ja, und jetzt habe ich das gefunden, was ich verloren habe und dann mache ich aus, ja. Und dann sage ich, oh, zurück in dein Case. Dann mache ich ja wieder einen Ladevorgang. Und ich habe gelernt, ich meine, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe gelernt, jedes Mal Ladevorgang ist einmal, ich stelle mir so vor, man kann, ich weiß nicht, 10.000 Ladevorgänge machen, was eh ziemlich viel ist, aber trotzdem, oder 1.000 oder weiß ich nicht. Und jedes Mal, wenn ich den mache, egal wie viel ich von diesem Akku auflade, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, habe ich, das ist so wie eine Stricherliste. Strichel und irgendwann ist null. Irgendwann ist aus und dann ist der Akku einfach kacka oder nicht mehr leistungsfähig. Und tue ich nicht, wenn ich das in diesen Wireless Super
Baton 3 Charger immer wieder reingibt, so als ich halte das jetzt da drinnen, immer wieder diesen Ladevorgang anstoßen, ich frage nur, ich weiß es nicht, ja, anstoßen und dadurch den Akku da kaputt machen, den ich dann zwar wieder wechseln kann, ist schon klar, aber trotzdem, kann man das irgendwie erklären? Bitte ohne Formeln und zwar so, dass es ein kleiner Reini auch versteht. Das wäre super. Aber ich mutmaße das und dann finde ich es irgendwie nur so cool. Aber wir werden sehen. So, noch was. Ja, ich habe versprochen, auch ein bisschen Leuchti-Leucht zu machen. Jetzt bin ich natürlich nicht im Waldurlaub-Areal, aber du siehst hier, das ist dieser erste Modus. Schalten wir noch einmal aus. Weil im Licht schaue ich ja aus, wie wenn ich irgendwie, ja, weiß ich nicht wie. Freddy Krüger habe ich jetzt gelernt. Freddy Krüger ist irgend so eine Horror-Dingsbums. Schau mal. Das ist dieser, ich glaube, dass das dieser Moonlight Shiny Dingsbums ist. Und das reicht auch wirklich für den Nahbereich echt aus. Also wenn man so die Glatze spiegeln will, ja, und mal schauen will, dann ist das alles gut so. Und dann tück, tück. Und jetzt länger draufbleiben, Alter. Und das sind sie, die 1288,4 Lumen. Ja, also wir werden noch einmal, ich werde das jetzt in den Langzeittest nehmen und auch bei den Trainings mitnehmen und so, aber eins kannst du mal glauben, also das Licht ist da wirklich nicht so ohne, aber wir werden dann einmal einen Outdoor-Test machen, aber wurscht, aber nur damit ich das hergezeigt habe, nicht, dass dann heißt, Reini, du hast das nicht hergezeigt, also ich habe es hergezeigt. So, das war's jetzt. Ich verspreche, das war's jetzt. Schreib mir deine Meinung, hast du das, was ist deine Meinung und was sind deine Erfahrungen und habe ich jetzt wieder eine Strichel gemacht und dadurch die Akkulaufzeit von meiner Baton 3 von Olight reduziert? Bitte Leute, die sie auskennen, in Reini also erklären. Dankeschön. Und ich gebe dir den Link auf Amazon, dort kann man das kriegen und weil ich so auf billige Eigenwerbung stehe, den Reini aus dem Bushcraft Beaver oder den Hawk, unser neues Messer, oder ein neues, cooles Produkt, nämlich das hier, nicht das. Aber wurscht, ich gebe da unten den Link, weil ich auf billige Eigenwerbung stehe. Und so ist er halt, der Reini. Daumen nach oben oder nach unten. Abo dalassen, zu meinem Shop, ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut und ciao, ciao.